Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Nehmen wir mal an, Ihnen geht häufiger als früher die Puste aus und das schon bei ganz leichten Geschichten, beispielsweise ein paar Stufen Hausarbeit, Gartenarbeit. Ihr Arzt vermutet ein Herzproblem bei Ihnen und empfiehlt Ihnen eine Herzkatheteruntersuchung. Sie möchten natürlich gerne wissen, was mit Ihnen los ist, aber Sie scheuen den Eingriff. Was kann man da machen? Um dieses Thema geht es jetzt. Bei mir ist Privatdozent Dr. Dietmar Kiewelitz. Er ist Chefarzt der Radiologie und Neuroradiologie an der Asklepios Klinik St. Georg. Schön, dass Sie Zeit haben für uns. Vielen Dank. Schönen guten Tag, Frau Kahler. Sagen Sie uns bitte, was hat denn der Patient schon hinter sich, wenn er zu Ihnen kommt? Also in der Regel geht der Patient mit solchen Beschwerden ja zu seinem Hausarzt. Und der Hausarzt wird einmal dieses doch eher unspezifische Symptom näher abklären wollen. Er muss überlegen, ob es jetzt vielleicht eine Lungenerkrankung ist oder ob es tatsächlich auch eine Erkrankung des Herzens sein könnte. Dann wird er sicherlich eine genaue Krankengeschichte erheben und ihn fragen, was vielleicht in seiner Vergangenheit an Erkrankungen war, ob er eine familiäre Belastung hat. Er wird den Patienten sehen, er weiß, wie alt er ist, ob vielleicht noch andere Begleiterkrankungen, Gefäßerkrankungen vorhanden sind. Und irgendwann verdichtet sich dann vielleicht der Verdacht, dass es tatsächlich vom Herzen sein kann. Auch da gibt es jetzt wieder ganz viele Möglichkeiten an Herzerkrankungen, die solche Luftnotbeschwerden machen kann. Das sind Erkrankungen an den Herzklappen, die das machen können. Es sind Erkrankungen am Herzmuskel selber, sogenannte Kardiomyopathien oder auch Entzündungen können solche Beschwerden machen. Oder es kann auch an einer Durchblutungsstörung des Herzens liegen. Und das wäre dann der Moment, wo Sie ins Spiel kommen, um herauszufinden, ob es sich wirklich um eine Durchblutungsstörung handelt und wo die sitzt? Noch nicht ganz. Der Hausarzt hat erst einmal die Möglichkeit, durch weitere Fragen so einen Score zu entwickeln, der ihm die Wahrscheinlichkeit gibt, ob es jetzt tatsächlich von den Durchblutungsstörungen herkommen kann. Dazu gehört einmal, ob neben der Luftnot noch andere Beschwerden da sind, wie zum Beispiel der Brustschmerz. Typischerweise machen Durchblutungsstörungen, wenn sie auftreten, ein Engegefühl im Brustkorb, die sich dann, wenn die Arbeitssituation oder Belastung nachlässt, sich auch wieder zurückbildet. Oder dass sie auf ein Medikament, ein Nitrospray beispielsweise, sich wieder zurückbilden. Das wären dann typische Angina-Beschwerden, so nennt man das. Und wenn dieser Verdacht weiter besteht, würde sicherlich eine Überweisung zunächst einmal zu einem Herzspezialisten, also zu einem Kardiologen folgen. Und was würde der machen? Der würde sich den Patienten auch nochmal genau anschauen und klinisch untersuchen, das Herz abhören, ein EKG machen, Laborwerte untersuchen und sicherlich auch einen Ultraschall, also eine Echokardiographie durchführen. Das ist relativ schnell gemacht und man bekommt ohne großen Aufwand eine sehr aussagekräftige Untersuchung. So kann er da schon die Klappen beurteilen und zum Beispiel erkennen, ob eine Klappenstenose vorhanden ist. Er kann auch sehen, ob der Ventrikel vergrößert ist, ob Wandbewegungsstörungen, also Funktionsstörungen, am linken oder auch am rechten Ventrikel vorhanden sind. Es gibt auch angeborene Herzfehler, die manchmal erst durch solche späten Symptome im Erwachsenenalter dann auftreten. Und auch diese Erkrankung kann er durch den Ultraschall ganz gut abklären. Aber wann kommen Sie denn jetzt ins Spiel? Eigentlich ist der nächste Schritt jetzt, dass der Kardiologe sich überlegt, wie hoch ist das Risiko oder wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Erkrankung der Herzkranzgefäße vorliegt. Da schaut er auch wieder auf seine ganzen Ergebnisse und kann eine sogenannte Prätestwahrscheinlichkeit bestimmen. Das heißt, er kann dann sehen, wie alt ist der Patient, sind die Beschwerden typisch oder eher atypisch, ist es ein Mann oder eine Frau, dann gibt es Tabellen, dann kann er einen Prozentsatz letztendlich vorhersagen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist. Und jetzt gibt es, wenn man das grob betrachtet, drei Gruppen. Einmal die Gruppen der Patienten, die eine sehr niedrige Wahrscheinlichkeit haben, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass die Beschwerden nicht durch Durchblutungsstörungen hervorgerufen sind. Da wird dann keine weitere bildgebende Diagnostik mehr erforderlich sein. Dann gibt es auf der anderen Seite der Skala die Patienten, bei denen eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit ist, dass die Beschwerden jetzt wirklich durch eine Erkrankung der Gefäße hervorgerufen wird, also durch eine koronare Herzerkrankung. Und bei dem Patienten würde dann direkt eine Herzkatheteruntersuchung
angeschlossen werden. Und dann gibt es den großen Mittelteil, wo man sagt, die Wahrscheinlichkeit ist nicht ganz groß, ist aber auch nicht ganz gering. Das ist so eine mittlere Vorhersagewahrscheinlichkeit. Und da bieten sich dann die schnittbildgebende Diagnostik an, also radiologische Untersuchungen wie Computertomographie oder die Magnetresonanztomographie wären da ganz gute Möglichkeiten. Okay, dann reden wir jetzt über diejenigen, bei denen wahrscheinlich ist, dass tatsächlich eine Durchblutungsstörung vorliegt. Da haben Sie jetzt erwähnt einmal den Herzkatheter und da haben Sie erwähnt MRT und CT. Ja. Und da lassen Sie uns doch erst einmal unterscheiden zwischen Herzkatheter auf der einen Seite und denen auf der anderen Seite, denn beim Herzkatheter können Sie ja auch schon was machen, oder? Genau, ja. Das ist der Vorteil. Deswegen sollen ja auch alle Patienten, wo man eigentlich fest davon ausgeht, dass eine Erkrankung der Herzkranzgefäße da ist, kann man direkt nachschauen und dann auch behandeln. Also eine Gefäßenge aufweiten und mit einer Gefäßstütze, mit einem Stent, dann gleichzeitig therapieren. Mhm. Deswegen würde man bei den Patienten nicht noch zusätzliche Untersuchungen dazwischen schalten wollen. Das kann jetzt aber ja auch sein, dass man die Herzkatheteruntersuchung macht, ohne im Körper eingreifen zu wollen? Oder sagen Sie, sowas kommt nicht vor? Das gibt es auch. Die Herzkatheteruntersuchungen sind heutzutage noch relativ häufig, ohne dass eine wirkliche Erkrankung oder eine schwere Erkrankung festgestellt wird, wo dann es bei der Diagnostik bleibt, wo also keine Therapie angeschlossen wird. Und das ist sogar knapp die Mehrzahl aller Herzkatheteruntersuchungen, die rein diagnostisch, wie wir sagen, verbleiben, wo also keine Behandlung mehr erfolgt. Okay, dann lassen Sie uns noch darüber sprechen, wie das abläuft mit dieser Herzkatheteruntersuchung. Der muss ja irgendwie erstmal zum Herzen hin, dieser Katheter. Genau. Wie kommt er dahin? Der Katheter ist ein ganz dünnes Plastikröhrchen, letztendlich ein sehr langer Katheter, der entweder über die Leiste oder über eine Armarterie eingeführt wird und der dann unter Durchleuchtung, also unter Röntgenkontrolle, bis ins Herz vorgeschoben wird. Und mit dem Katheter kann man dann in die Herzkranzarterien Kontrastmittel hineinspritzen und macht dann Röntgenaufnahmen. Das sind ganz hoch aufgelöste Bilder. Man kann also auch die ganz kleinen Verästelungen sehen und sieht dann, wo Engen oder Erkrankungen an den Gefäßen sind. Jetzt sagen ja viele Patienten, oh, da wird ein Fremdkörper einmal quer durch meinen Körper geschoben, beziehungsweise längs durch den Körper. Kann das nicht gefährlich sein? Natürlich, jeder Eingriff hat Risiken, die sind aber heutzutage relativ gering. Also ein erfahrener Kardiologe hat dort sicherlich sehr gute Ergebnisse bei seinen Untersuchungen und natürlich muss die Untersuchung gerechtfertigt sein, aber dieses minimale Risiko, glaube ich, das sollte man nicht scheuen, wenn wirklich ein Katheter gemacht werden sollte. Also wenn auch tatsächlich etwas in den Körper hinein sollte, also wenn entweder das Gefäß geweitet werden sollte oder wenn tatsächlich eine Stütze in das Gefäß eingesetzt werden sollte, damit es da nicht wieder zugeht. Unbedingt, unbedingt. Denn die Alternative bei der Behandlung wäre ja eine Operation. Und die ist ja noch sehr viel eingreifender als jetzt eine Katheterbehandlung. Ja, genau. Ich wollte ja eigentlich auch gerade in die andere Richtung fragen, nämlich wir lassen den Körper zu. Ja. Wir schieben auch nichts in ein Gefäß von außen hinein, sondern ich komme zu Ihnen, ich lege mich auf eine Liege und der Rest passiert mit mir. Und das sind ja nun MRT und CT. Wie unterscheiden die sich? Wir haben unterschiedliche Aussagen, die wir mit den Geräten treffen können und die Technik, die dahinter steht, ist auch unterschiedlich. Lassen Sie mich mit der Technik anfangen. Bei der Computertomographie, also CT, arbeiten wir mit Röntgenstrahlen und es werden Schnittbilder vom Herzen angefertigt. Für die Untersuchung benötigen wir Kontrastmittel. Das wird über eine Vene in den Körper gespritzt, verteilt sich dann im Gefäßsystem und sobald das Kontrastmittel in den Herzkranzgefäßen ist, machen wir eine schnelle Aufnahme. Die eigentliche Untersuchung dauert dann 5-6 Sekunden. Vorbereitungszeit natürlich noch, die wir etwas benötigen. Und das war es dann. Und dann können wir uns ganz in Ruhe die Gefäße anschauen. Wir können nach Verkalkung schauen, nach Einengungen oder nach anderen Erkrankungen am Herzen. Das heißt also, Risiko ist nicht, dass mein Körper geöffnet wird. Genau. Aber ich habe Strahlen, oder? Genau. Man hat eine Strahlenexposition. Das bleibt leider nicht aus.
Deswegen sagt man auch Patienten, die ein ganz geringes Risiko haben, da machen wir gar nichts. Selbst das Strahlenrisiko, was ja relativ gering ist mit den modernen Geräten und auch die Kontrastmittelgabe, wo es ganz selten mal Allergien gibt, das lassen wir ganz sein. Ansonsten die Risiken durch die Strahlenanwendung und durch das Kontrastmittel sind mittlerweile vertretbar, sodass wir nur extrem selten einmal Nebenwirkungen auch sehen. Und das, was Sie herauslesen können aus der CT, ist das genauso zuverlässig wie beim Herzkatheter, bei der Herzkatheteruntersuchung? Es ist anders, sagen wir es mir so. Auf der einen Seite, die Auflösung ist im Herzkatheter besser. Die kleineren Gefäße kann man sehr viel genauer noch darstellen. Auf der anderen Seite sehen wir jetzt nicht nur das Gefäß, wie es von innen aussieht, sondern wir können auch die Gefäßwand beurteilen. Das heißt, wir können sehen, da sind Verkalkungen, dort sind nicht verkalkte Einengungen. Man weiß mittlerweile, dass die Arteriosklerose, also die, was die koronare Herzerkrankung macht, die Gefäßerkrankung, unterschiedliche Wandveränderungen macht. Es gibt Wandveränderungen, die werden als in Anführungsstrichen gefährliche Wandveränderungen bezeichnet, weil die ein höheres Risiko haben, dass es zum plötzlichen Herzinfarkt kommen kann. Wenn solche Plaques, wie wir das sagen, aufbrechen und dann zu einem akuten Gefäßverschluss führen können. Auch die können wir im CT darstellen. Das gelingt mit dem Herzkatheter nicht. Es sei denn, man macht dort noch eine spezielle Ultraschalluntersuchung, wo eine kleine Ultraschallsonde ins Gefäß vorgeschoben wird. Okay, das heißt, da würde man dann beim Patienten schon sehen, wie ist die Vorgeschichte, ist es wahrscheinlich, dass es Plaques geben kann und wenn, dann nimmt man lieber die eine Methode als die andere. Ganz genau. Und die Plaques haben ja auch eine Aussage über die Prognose. Ja. Wenn jemand keine Plaques hat, hat er eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit, dass im weiteren Verlauf ein Herzereignis auftritt. Wenn er viele Plaques hat, verkalkte und auch nicht verkalkte Plaques, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch. Und man würde diesen Patienten, auch wenn er jetzt vielleicht nicht mit einem Stent behandelt werden muss, trotzdem sehr intensiv medikamentös behandeln, um seine Risikofaktoren einzustellen, Blutdruck einstellen, Fettstoffwechselstörungen medikamentös einzustellen. Aber wir haben ja noch eine dritte bildgebende Methode, die MRT. Die MRT, das ist wieder ganz was anderes von der technischen Seite her und auch von der Aussagekraft. Das MRT arbeitet mit einem starken Magnetfeld. Der Patient liegt während der Untersuchung auf dem Rücken, wird in eine Röhre geschoben. Es ist relativ eng, da muss sich der Patient drauf einstellen. Die Untersuchung dauert eine gute halbe Stunde. Das Ziel der Untersuchung ist es, Durchblutungsstörungen darzustellen. Wir schauen uns jetzt nicht die Gefäßwand an und auch nicht, ob wie eine Enge aussieht, sondern wir schauen, was für eine Folge eine solche Enge macht. Dadurch messen wir mit dem MRT die Durchblutung, einmal in der Ruhesituation. Zum anderen wollen wir ja, wenn der Patient belastungsabhängige Beschwerden mit dem Engegefühl beschreibt, diese Situation im MRT provozieren. Und das machen wir mit einem Medikament. Aha, denn mit dem Fahrrad in die Röhre ist ja schlecht. Gab es mal Versuche, hat sich aber nicht als praktisch erwiesen, weil da ist zu viel Bewegung dann und das wird technisch nicht gut. Ja. Deswegen macht man das heutzutage mit einem Medikament. Das ist ein Medikament, was alle Gefäße weitstellt. Der Patient merkt auch, dass er sich fühlt, als würde er Treppen steigen. Er merkt, dass sein Herz kräftiger klopft, vielleicht auch ein Druckgefühl oder ein Wärmegefühl im Kopf oder im Körper und unter Umständen auch dieses enge Gefühl, was er auch als Symptom schon mal beschrieben hat. Das machen wir über eine langsame Infusion. Wir sind immer bei dem Patienten, können jederzeit abbrechen. Sie sprechen auch ständig mit ihm. Wenn etwas passiert, wir sprechen ständig mit ihm. Genau, man ist nicht allein. Ja. Genau, denn es ist ja schon eine sehr ungewohnte Situation und dann mit dem Stressmedikament dazu, da muss man sich schon darauf einstellen. Das ist nicht immer ganz einfach für den Patienten. Das heißt also, da ist dann wieder die Untersuchungsmethode, gibt ein etwas anderes Ergebnis, baut also auf dem auf, was vorher schon diagnostiziert worden ist? Unter Umständen ja. Ja. Wir wissen jetzt also, dass, also im Idealfall bei einer Untersuchung haben wir sowohl unter Ruhebedingungen als auch unter der Stresssituation eine normale Durchblutung des Herzmuskels. Wenn jetzt aber eine höhergradige Einengung an dem Gefäß ist, kommt es an dem Herzmuskel, das von dem Gefäß versorgt wird, zu einer Minderdurchblutung, die wir darstellen können. Das heißt, wir können damit relevante Einengungen nachweisen oder ausschließen. Ob er jetzt
der Patient eine Frühform der Arteriosklerose hat, das sehen wir nicht. Aber wir können sagen, ob er belastungsabhängige Durchblutungsstörungen hat, die dann auch für eine weitere Therapie wichtig wäre. Ja, jetzt, wenn man, also was ich jetzt gelernt habe, ist, man kann nicht einfach sagen, ich möchte das eine und die beiden anderen Dinge nicht, sondern das muss immer mit mir zusammenpassen, damit man auch ein optimales Ergebnis bekommt. Inwiefern sind das Kassenleistungen jetzt, CT und MRT? Im Moment wird von den meisten Kassen wird die Untersuchung nicht bezahlt, sodass man dann eventuell versuchen kann, über eine Einzelfallentscheidung eine Kostenübernahme zu bekommen. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Vielen Dank. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Bleiben Sie gesund.